Bad Schönfließ, so hieß dieser Ort, Trischinski, ich weiß nicht genau was. Ich zeige euch erstmal den Ort kurz. Ein ganz zauberhaftes Örtchen, wo es mich wirklich hin verschlagen hat oder vielleicht besser gesagt, wo ich hingeführt wurde. Den Eindruck habe ich. Also hier ein See im Hintergrund, ein Park, ein wunderbarer Park. Eine ruhige Nacht durfte ich hier verbringen. Und diese Stadt hat sogar noch eine Stadtmauer. Wurde im Zweiten Weltkrieg wohl nicht zerstört. Und ich habe das Gefühl, die alte Zeit lebt hier noch. Oder ist hier noch, dass hier noch die roten Fäden, die man aufgreifen kann. Und ich möchte mit euch durch die Stadt kurz laufen. Scheint alles sehr übersichtlich zu sein. Ich möchte hier nochmal erinnern, weil die Tour sich ja dem Ende entgegen neigt. Heute ist der 15. September im Jahre 2022. Seht mal, und hier haben wir eine Stadtmauer. Und ein besserer Ausdruck oder auch je nach Zweck sozusagen, Mauer ist für die Feinde. Aber nach innen ist es eine Umfriedung, da ist der Friede mit drin. Und hier diese wunderbare, ich kenne es vom Feng Shui, hier diese wunderbare Vorbaut, wo man hier, schaut mal, der Kirchturm da lockt in der Ferne, wo man hier den Wind erstmal hier abhält, also du machst kein Tor auf, hier gehst hier durchs Tor und dann geht da saust der ganze Wind rein, sondern wie so ein Windfang eben auch. Gehst du erstmal hier, ist natürlich alles wahrscheinlich späteren Ursprungs, aber egal. Und so kommst du dann wahrscheinlich in die Stadt. Haha, das ist total clever. Und dass es sowas hier noch gibt, das ist ein ganz besonderes Zeichen. Okay, jetzt bin ich hier nicht in die Stadt gelandet. Das war jetzt eine... das war eine Attrappe. Das ist ja blöd. Aber gut, wir gucken mal, wie ich in die Stadt reinkomme. Aber erstmal ein paar Worte vorneweg. Ich möchte mal an der Stelle dir, Sven Peter, ganz herzlich danken. Ich werde ja die Ehrung der Tourunterstützer ganz am Ende vornehmen, habe ich mich entschlossen. Aber es sind wirklich, müsst ihr euch mal vorstellen, also vielleicht, ich werde vielleicht nochmal die genaue Aufliste machen. Im Grunde 7 Menschen, die 3/4 des Tourbeitrages ermöglicht haben. Also der von der Gesamtsumme, die ich brauchte. Naja gut, aber Sven Peter, erstmal hier an der Stelle ganz herzlichen Dank. Und ich weiß alles wirklich, was kommt an Unterstützung zu würdigen. Nicht verhehlen möchte ich natürlich auch das Bedauern darüber, dass also 90% der Menschen meine Videos schauen und einfach keinen Finger krumm machen. Ist nicht schön, muss ich sagen. Aber das ist eben auch die Zeit, in der wir leben, dass nicht gerührt werden. So. Ja, hier sind, zeig euch mal hier, wunderbar, dieser Park, dieser See. Ich habe schon heftigst mit mir gerungen, was heute zu sagen ist. Habe schon ein Video gemacht und das wurde der Ton nicht aufgenommen, passt aber auch. Ich möchte ja unbedingt, ich muss mal schauen, wie es sich heute ergibt, unbedingt auf die soziale Dreigliederung zu sprechen kommen. Aber möchte auch gleichzeitig vermeiden, dass ich es genauso darstelle, wie es sonst in der Welt dargestellt wird. Als System, ja, da muss da die Freiheit hin, da die Gleichheit und da die Brüderlichkeit, dann sortiert man das alles um und dann wird die Welt besser. Und dass nicht verstanden wird, dass hier alles letztlich durch uns Menschen und durch die Art, wie wir uns zueinander und zum Leben zu stellen vermögen, wie es davon abhängt. Lauter Türen in der Stadtmauer. Das ist sehr interessant, dieses Mäuerchen. Jetzt zeige ich nochmal rum, diesen schönen Ort. Also einfach wirklich friedlich hier. Total toll. Der Wind rauscht mächtig in den Kronen. Das ist dieses Geräusch, vielleicht nicht ganz so stark, das ich meinte.
das mich so mit ganz tiefen Heimatgefühlen verbindet. Jetzt wird es nämlich fast zum Sturm. Diese mächtigen, wunderbaren Bäume, von denen es hier so viele noch gibt, das ist wirklich sehr beglückend, auch ganz überraschend, weil ich dachte, jetzt fahre ich mal da so von Stettin oder gestern an Grenzübergang, jetzt fahre ich halt da mal geschwind runter. Ich wollte eigentlich zum Templerort, wahrscheinlich fahre ich da einfach vorbei. Aber wir gedenken hiermit nochmal unserer Zeit damals, dass wir als Tempeleisen in verschiedensten Formen, Stufen und Befugnissen und Verantwortlichkeiten eben schon mal hier waren. Die Welt ja schon mal mitgestaltet haben, das als Erinnerung in uns tragen, woran wir anknüpfen können, nur wenn wir die letzte Inkarnation akzeptieren, auf welcher Seite sie nur noch immer stattfand. Also viele Templerniederlassungen, alleine 3 habe ich ausfindig gemacht, hier im Umkreis von 60 Kilometern. Man hat hier sehr viel gewirtschaftet, Schlösser haben wir gesehen, dieser Ort hier, ich weiß jetzt nicht, was das ist. Auch diese Stadt hier wurde angelegt, überall liebende, sorgende Hand. Aber, wie ich ja schon mal sagte, es ist eben so, dass alle Impulse einfach nur ihre Zeit haben und dann braucht es neue. Ah, guck mal, da ist ein Türchen. Da können wir vielleicht mal reinspazieren und genießen den Schutz der Umfriedung. Can I go? Yes, sure, sure. Of course. Okay. It's a very nice town. Lots of old stuff, especially the wall. It's very old. It's very old? It's very preserved, I think. One of the most preserved in our voivodeship. Yeah, very, very, very nice. Ja, so fehlen die Worte auch im Englischen. Nice. Da habe ich im Deutschen durchaus ein paar mehr Worte. Ja, in so einem Frieden, also auch die Umfriedung ist eben sehr wichtig. Nun gut, wo war ich stehen geblieben? Ja, die Tempeleisen, genau, es braucht neue Impulse. Und da eben jetzt da runter zu fahren, die Straßen waren total schlecht. Und ich rumpelte dann schon am Ende in der Dunkelheit dann hierher. Und da dachte ich, schon wieder Alleen, überall Alleen. Also je einsamer es wird, je weiter weg von den Mediamarkt-Kraken und wie sie nicht alle heißen, also was sich da alles heute so breit gemacht hat an Geschwüren. Industriegebiete, im Grunde sehen auch die Wohngebiete aus wie Industriegebiete. Dort, ist schön hier, schön warm. Dort ist irgendwie sogar noch das Alte zu finden. Ja, das monströse Alte, nicht wahr? Ich habe dann gestern, ich werde heute nach Küstrin weiterfahren, mich dort wahrscheinlich umsehen. Und ich kannte den Namen, als ich mal las. Die haben dort eine Stadt zur Geisterstadt werden lassen. Auch wie in Dvigrad. Ich war erschüttert, als ich das las. Und ich meine, ich bin ja sowieso schon in meine Emanzipation so fortgeschritten, dass ich sage, wenn man jemandem einen Pauschalnamen verpasst, also wie zum Beispiel du Schlafschaf, dass ich das nicht nur irgendwie gemein finde, sondern eben ganz klar sagen kann, du, auch ohne es zu wissen meistens, du verwendest hier ein machtvolles Instrument. Und du hast nicht die Berechtigung, dieses Instrument des Pauschalurteils anzuwenden, weil das nicht nur, ja, weil es eben halt verheerendste Wirkungen hat. Seht mal die Kirche, ich schalte mal kurz um. Haha, toll. Auch diese alten Bäume um die Kirchen zum Beispiel, die gehören einfach zusammen. Ja, ich war sehr glücklich, als ich gestern Abend dann an diesen Ort fand, aber zurück zum Thema. Die Menschen kennen sich zwar in ihren Fantasy-Welten heute aus, die ja ungemein, also auch sehr hilfreich eigentlich in die Welt gedrängt haben. Und was die Menschen da für Flüche hatten, mit denen sie Dinge gebannt haben und sonstige Zauberworte, aber das eben ein... So ein Begriff wie Nazi zum Beispiel, dass das ein Zauberwort ist, das ist halt den Menschen nicht klar. Und ich glaube, viele weigern sich auch, das irgendwie anzunehmen, weil es halt auch so schön ist, so eine Macht in Händen zu haben. Auch wenn man gar nicht befugt ist, weil auch niemand mehr da ist, der einem irgendwie das Maul mal auswäscht. Sondern man hier sogar noch ermuntert wird, eben das zu sagen, sag mal Nazi, Nazi. Und so war der Artikel über Küstrin. Und mir ist wirklich nur schlecht geworden. Also was dort getrieben worden ist, da gehen wir noch drauf ein.
Aber natürlich kommt dann irgendwie eine Frau daher, das ist auch vollkommen klar, wenn wir da mal irgendwie mehr Zeit hatten oder ihr, vielleicht ahnt ihr es auch schon durch alles, was ich gebracht habe, dass wenn die Frauenmenschen auf die falsche Fährte geschickt werden mit ihren Kräften, dass dann eben dieser blanke Hass rauskommt, dieses geschieht euch recht, jawohl, seid gebraten worden, ihr Nazi-Schweine. Das ist so unangenehm, wenn man das einfach mal so sieht und da nicht nur zurückweicht und die da gehen lässt. Das ist auch für diesen Menschen letztlich, weil er in diesem Hass gefangen wird. Es ist so unangenehm, diese Brutalität, die gerade dann von Frauenmenschen ausgeht, wenn die Dinge schieflaufen, diese Pauschalverurteilung, ja, nur weil die Russen da herangedrängt haben, hallo, schon mal was davon gehört, dass man sich verteidigen kann? Ja, genau, ihr hättet doch einfach nur zurückweichen müssen. Nee, ihr Nazi, bababa und der Grofatz und dann immer diese Abkürzung, wenn einer diese Abkürzung verwendet, dann werde ich sowieso schon hellhörig. Größter Nazi oder Faschist aller Zeiten so. Und dann fragt man die Menschen aber mal. Und da beginnt eigentlich dann die Revolution. Dann fragt man die Menschen eigentlich mal, die es natürlich bereit sind zu hören und auch mal irgendwie noch sich selber stoppen können. Das muss man dann ja auch noch mal schaffen. Was ist denn ein Faschist? Und dann ist einfach gähnende Leere. Und das muss ich so sagen. Und das werde ich auch bei jedem von euch sagen, wenn ich ihm begegne, wenn er mir nicht Rede und Antwort stehen kann, sie nicht erwiesen hat als ein Mensch, der einfach mal nur einmal über einen solchen Begriff nachgedacht hat, der ständig verwendet wird, natürlich auch in verheerender Weise, anklagender, denunzierender Weise, mit dem ein Urteil, ein Richtspruch gefällt wird, ja, die haben es ja verdient, in der Hölle zu braten. Ja, wer? Alle, ja eben alle unsere Vorfahren. Ja, und da lachen sich die Widersacher schlapp, weil dadurch haben sie die Möglichkeit geschaffen, dass wir uns eben nicht mehr dem nähern, was halt auch an Gutem und vielleicht war es sogar zu 99% Gutes und Richtiges eben halt in dieser Welt lebte. Aber hier steht es als Museum noch herum und man muss es jetzt halt nur noch aufgreifen, versteht ihr? Aber es braucht den Mut, um auch mal solchen Dämonen, die aus solchen Menschen sprechen, wie dieser Frau, die dann so sich darüber freut, wie Winston Churchill, dass die dann gebraten worden sind. Das war ja der eigentliche Grund für die ganzen Bombardements. Es ist eine Höllenfeuer von Verdrehungen auch da. Wer das Spiel aber einmal durchschaut hat, wird da gelassen durchgehen. Der weiß dann auch, dass vieles, was den Deutschen vorgeworfen wird, definitiv nicht wahr ist. Auch wenn jeder in den Blutrausch kommt, es ist definitiv nicht wahr. Und das sagt mir mein Erleben der deutschen Wesensart im Unterschied auch durchaus zu der Wesensart eben anderer Menschenkinder. Und wir sind halt eben Kinder des deutschen Geistes, das ist uns tief drin. Und deshalb machen wir manche Dinge einfach nicht. Punkt. Und da lasse ich mich auch auf gar keine Diskussion ein, weil dann weiß ich, da ist kein Michaelskrieger, kein Michaelsgeist vor mir. Das lohnt sich dann gar nicht. So, schauen wir mal, wie es hier aussieht und dann suche ich mir eine windfreie Stelle. Seht ihr? Freigefegt. Es ist halt eben die Frage, bis wohin müssen wir zurückgehen, ne? Ich glaube noch vor diese Zeiten auch, wo alles schon so, ja, hier hab acht, ne? Also auch schon die ganzen Kulturen, das Ganze, was wirklich kulturvoll noch lebte, wurde um 1820 ungefähr, nach meinen Recherchen, sagen wir mal, Beginn des 19. Jahrhunderts, weltweit zerstört. Weltweit. Habe ich ja schon mal erwähnt, Kambodscha und diese ganzen Indochina-Kriege. Weltweit. Auch das, was hier lebte. Und das muss man sich einfach klar machen, wenn man nach Vorbildern sucht. Dass eigentlich alles, was wir hier schon sehen, nur noch in Resten ahnbar, eben die Pflege und die Sorgfalt, um die geht es mir. Dass man den Geist dahinter sucht, der irgendwas gemacht hat. Und nicht auf das Gewordene schaut als Vorbild. Ja, auch wann wurden solche Stelen aufgerichtet? Was hatten die früher für einen Sinn? Was wussten die Menschen über Akupunktur des Erdorganismus? Was nahmen sie wahr für Welten, die uns heute verborgen sind? Was hat jemand, ihr denkt an den Montségur, wo ich auch gesagt habe, mit was für Machtinstrumenten, also großer Machtentfaltung haben die Menschen gearbeitet? Und wir müssen uns da wieder neu mit beschäftigen. So, die Bank da vorne in der Sonne. Was mich heute Morgen beim Aufwachen bewegt hat, als ich wieder meine
Sternengeschwister. Eingeladen habe ich hiermit auch Rudolf Steiner. Sei mir auch herzlich willkommen, wo auch immer du seist gerade. Mach das bitte auch. Such den Kontakt. Ihr müsst es aussprechen, wie in einer Beziehung. Ihr müsst es wollen. Und dann kann von der anderen Seite unglaublich viel wohltätige Kraft auch hier einfließen, denn die Verstorbenen wollen die Dinge auch richtig stellen, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. So, ist schon besser, wenn mal ein bisschen Sonne da ist. Was mir vor Augen stand ist, ich habe mir überlegt, ja, was habe ich denn jetzt schon gesagt und wo stehen wir jetzt eigentlich gerade? Jedes für sich ist natürlich eine Wissensperle. Trotzdem, also wie mit dem Pakt mit den Tieren zum Beispiel. Aber ich habe immer wieder das Bedürfnis dafür zu sorgen, nach meinen Möglichkeiten und auch im Rahmen meiner Mission, dass doch die Dinge gesagt werden, die in der Lage sind, wie ein Zauberbann erlösend zu wirken. Also wie in Herr der Ringe, ihr kennt vielleicht die Situation, man kennt sie auch aus Märchen, wo eben Theodin, der König, der Leute, die da eingreifen sollten, mithelfen sollten, der ist aber völlig gaga, der ist im Zauberbann auch so wunderbar dargestellt. Also man sieht es ja auch an den Augen von vielen Menschen. Man sieht es an diesen heftigen, erlebt es an diesen heftigen Gegenreaktionen, wenn ich sage, ich verwahre mich hiermit dagegen, dass du im Nazi und so ein Pauschalurteil fällst und dann automatisch die Linken, ja, wer ist das denn, irgendwie alle heroisierst und so weiter. Und der Theodin, der wird ja dann, der ist ja völlig umnachtet und dann kommt aber der Gandalf, der inzwischen der Weiße geworden ist, der spricht ein Wort der Macht und schon weicht eben dieser Bann von ihm. Also er muss natürlich da eben gegen Saruman im Hintergrund kämpfen, der ihn ja geistig umnachtet. Und wir sind exakt in der gleichen Situation. Das ist jetzt, was man sich selber sagen kann. Irgendwie dringt das da, ich bin irgendwie geistig umnachtet. Konstruktiver wird es aber, wenn wir zum Beispiel schauen, dass das Heilmittel dort ist, wo wir es nicht vermuten. Viele von euch, ich hoffe, dass auch nicht nur, ja, viele von euch werden diese Serie kennen, also nicht den Film Avatar, Aufbruch nach Pandora, sondern die Serie Avatar. Ich habe die wirklich nur am Rande gestreift und mich auch durch meinen, um mich da so weit rein vertiefen können, dass ich sagen kann, es ist alles, was wir wissen müssen, ist in diesen Serien drin. Da kämpfen also vier Gestalten, Erde, Vertreter von Erde, Wasser, Feuer, Luft, kämpfen gegeneinander. Es gibt unheilvolle Vernichtungen. Das müssen wir nur noch mit den Geschlechtern zusammenbringen. Wir müssen es nur noch, die Kräfte auch, wir müssen also das Gegeneinander, wir müssen es auch nur zusammenbringen. Das ist die ganze Kunst, der Übertrag irgendwie zu schaffen, dann auch auf diese vier Tiere da der Evangelisten, die wir in der Krypta dieser San Magno uns angeschaut haben, dass es sogar ein fünftes Element gibt, wissen wir alle. Wir machen nur den Übertrag nicht. Das fünfte Element heißt bei uns Christus in der Welt und wir dort in dieser Saga wunderbar wirklich die sehr, sehr viele Menschen in allen Herrenländern anschauen, gibt es auch ein fünftes Element, das ist der Iluvatar und der ist eben das, was die anderen als sinnstiftendes Element verbindet. Und dann hören die auf, dann kämpft nicht mehr Feuer gegen Wasser oder das erstarrende Eiselement oder wie auch immer. Wasser ist ja vieles, ne? Wasser kann hinwegspülen, Wasser kann eben, das lernt man da alles. Das ist eine richtige Schule. Ja, dass einem überhaupt mal einfällt, wie hängt im Moment Erde, Wasser, Feuer, Luft, so wird so ganz schnell gesagt, Wasser. Wasser kann eben zum Beispiel als Eis etwas in Erstarrung bringen. Da geht es um die erstarrende, formende Kraft. Du kannst es aber auch mit Wasser etwas in Bewegung bringen. Dann haben wir die andere Kraft, nämlich im Grunde auch eine Muspelheimkraft. Wir kleben dann an, ja, Muspelheim muss feurig sein. Seht ihr, so, da sagt er, ja, Moment, aber du hast doch aber gesagt, dort ist das Studium zu leisten. Grundlegend, sie haben alle vergessen, dass es ein verbindendes fünftes Element ans gab. Den Iluvatar, den Sinnstiftenden, und dann in dem Maße, in dem sie es begreifen, hören sie auf, ihre unseligen Kämpfe, und beginnen zusammenzuarbeiten im Sinne der Schöpfung. Theodin wird von seinem Bann befreit. Das sollte uns idealerweise auch widerfahren, dadurch, dass wir merken, ach so, das will, das heißt, wenn wir hier über Drittes Reich und Nazi und so und was ist passiert reden, dann das Verständnis dafür gewinnen wir heute eigentlich durch solche Serien, die ja weitlich besprochen werden in ganz vielen Kommentar-Videokanälen. Ach so, die Aufklärung ist längst in der Welt.
Auch Herr der Ringe ist ja eine Aufklärung. Ach so, ich muss eigentlich nur mal das nochmal neu anschauen, was ich ja so liebe. Und dann vielleicht angestupst durch Thomas Christian auf der Gralstour, und das können wir auch dann gemeinsam später machen, dann einfach nur den Mut haben, wieder zusammenzubringen, was die Wissenschaft als getrennt deklariert hat. Das eine hat ja für uns mit dem anderen nicht mehr zu tun. Leider windet es so. Ich frage mich, wo ich hingehen kann, wo es nicht windet. Vielleicht um die Ecke da vorne. Bist du bei mir? Kannst du mitgehen, dass Hilfe nah ist? Dass die Dinge gar nicht so kompliziert sind, dass wir nur an die Urelemente rangehen müssen? Und zwar da, wo der Denker sie heute so starr nebeneinander stellt und es hat nichts miteinander zu tun, brauchen wir den Dichter, der sie in Bewegung bringt, der mehrere Schichten kennt, der die Zwischentöne kennt, der es erlebt, worum es geht. Und wenn dann als nächster Schritt noch gelingt, dass Dichter und Denker mit Mann und Frau elementar zu tun haben, dass die Probleme, aber auch die Lösungen, die Probleme, die wir dort haben, aber auch die Lösungen, die wir erkennen im Leben, dass die was damit zu tun haben. Wenn, also kannst du mitgehen, dass das eben dass dadurch unglaublich Hoffnung erblühen kann, weil wir sagen, ach so. Und da habe ich eben jetzt auch ein sehr schönes Erlebnis, ein ganz klitzekleines haben dürfen. Ich hätte mir sehr viel mehr gewünscht, aber gut, das ist eben die Geduldsseite. Zum Glück habe ich viele Frauenmenschen, weil die das nämlich verstehen, dass Dinge Zeit brauchen. Habe ich ja auch davon erzählt. Es muss reifen und damit es reifen kann, muss es ruhen und dann kann es gären und dann schläft man darüber. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo jemand sagt, ach so, das heißt, wenn das so ist, also hat auf mein Video reagiert im Rahmen einer Gruppe, ich will jetzt keinen Namen nennen, also ich habe da über was gesprochen und dann sagt er, ach so, das heißt ja, dass die... dass nicht alles, was in mir jetzt irgendwie in meinem Bauch rumort oder meine Seele da eben mich bedrängend irgendwie tobt, dass es jetzt meine Probleme sind, sondern es sind vielleicht sogar die Probleme, sage ich mal, der Verstorbenen. Dinge, die gesehen, also und dann erlöst, auch erkannt werden wollen, mal hochholen, was ist denn das? Aber wenn ich alles nur für meinen Kram halte, der mit mir zu tun hat, weil man mir das so erzählt hat, dass alles dann nur irgendwie auf Verletzungen der Kindheit zurückgeht. Und dann natürlich, wenn das auch noch als meine Schwächen deklariert wird, ja, dann kann ich mich ein Leben lang in Therapie begeben und dann bin ich für nichts mehr zu gebrauchen. So einfach ist der Trick. So, und dann sind die ganzen Michael-Krieger ausgeschaltet, weil die liegen nur noch auf der Couch rum. Ah, hier ist windstill, das ist gut. So, aber wenn mir dann einer erzählt, hast du schon mal erwogen, dass das die Probleme anderer Menschen sind, vielleicht aber auch deiner Mitmenschen, dass in dir, dass du eigentlich auch, dass du nicht nur der Thomas Christian bist, der tolle Salsa-Tänzer, der dies oder jenes, was auch immer, wofür du dich hältst, du hast einen Avatar an dir und der untere Mensch dieses Avatars, den du Bauch nennst, der mit dem dezentralen Nervensystem, mit diesem gigantischen Geflecht zu tun hat, das in die Welt hinausreicht, tatsächlich, kann man nachweisen, womit wir mit den anderen real in Verbindung stehen, aber halt in einer schlafenden Sphäre, dass dort in dich Dinge eindringen, die eigentlich mit den anderen zu tun haben. Wenn du also bereit bist, dein Organ, dich als Organ zu verstehen und auch die Verdauungsarbeit zu leisten, dann heilst du die anderen da drüben. Weil so ist die Welt nun mal gebaut. Dass die Kuh eben das aufbereitet durch ihre 7 Mägen in einer unglaublichen Liebestat, aufbereitet, was halt Gras ist. Wenn wir es direkt essen würden, hätten wir echt Probleme. Und so sind wir alle Verwandler füreinander. Wir sind alle Kompostierer füreinander. Das Prinzip ist überall in der Natur vorhanden. Jetzt müssen wir nur noch die Bereitschaft haben, für möglich zu halten, dass ich in meiner Ich-Welt... Mein inneres Kind, ich heile mein inneres Kind. Da ist ja die gleiche Geste im Grunde drin. Alles mein. Nee, da sind viele Dinge drin, zum Beispiel die Ahnen, die sprechen durch deinen Bauch. Die sprechen durch das Rumoren, das Ahnen, dass du Schmerz empfindest und du weißt gar nicht, woher kommt es. Aber jetzt haben wir Hinweise, woher es kommt. Okay. Und in diesem, damit wir keinen Schritt überspringen, schön langsam, hier die Kirche. Ich glaube, ich kann mich mal aufs Mäuerchen hier setzen.
Am Ende wird es darauf hinauslaufen, das muss ich mir immer wieder sagen, der ich auch sehr viel Ungeduld in mir trage, ich weiß, dadurch aber sehr viel Kraft. Ihr seht das, ich habe dieses halbe Jahr durchgezogen wie ein Held und das weiß ich auch. Mich haben schon Leute nach 2 Wochen gewarnt, ich soll mal langsam machen, aber jetzt, ich bin hier, ich bin nicht zusammengebrochen, ich bin auch nicht schwach, ich bin nicht krank geworden, gar nichts. Also dieselbe, die, was da als Ungeduld, als manchmal zu schnell sich offenbart, ist aber die gleiche Kraft, ist aber das Gleiche, was mir am Ende die Kraft gibt, das Ganze durchzustehen, was mir die Kraft gibt, diese ganzen Themen in mir zu fassen, sie im Stegreif hier zu machen, mich dann hinzusetzen und ein Video zu schneiden, zu veröffentlichen und. Okay, das ist dieses Denken, das wir brauchen. Ich möchte nochmal auf, bevor wir wirklich zu den Idealen der Französischen Revolution kommen, also zu dem, was die Welt werden will. Aus einem dualen System, oben König, unten Volk, möchte das Ganze eben trinitarisch werden mit Menschen, die neu in der Welt stehen, beseelt vom deutschen Geist von Michael von Christus. Möchte ich noch einmal den Denker in dir ansprechen, denn den brauchen wir. Ich habe mir vorhin gedacht am Steg, die Ente. Wir lernen das dann irgendwie, gucken ein Bildchen an in der Schule und dann alle zusammen, Ente. Quack, quack. Interessant. In dem Moment, wo man quack, quack macht, quack, quack, also versucht das Geräusch zu produzieren, das aus so einem Wesen kommt, in dem Moment beginnt man schon was zu empfinden. Etwas, was irgendwie auch zur Ente gehört, was vielleicht sogar sehr viel wesentlicher ist für die Ente, als zu sagen, Ente ist gleich gefiedertes Wasserwesen mit Schnabel. So. Was heißt es denn zu schnabeln, sowas da zu haben? Wenn man das mal macht, taucht man plötzlich in eine Erlebniswelt ein. Wenn man dann sagt, der Denker, der reine nackte Begriff ist eben eine Seite der Wirklichkeit. Das ist das, was wir gesagt haben mit, um einen sinnvollen Satz zu sagen, das ist der Iluvatar, das fünfte Element oder das mittlere Element, das verbindende, das sinnstiftende Element ist der Sinn im Satz. Damit es ein sinnvoller Satz wird, brauche ich die harte Grammatik, Formpol, Kathedrale und ich brauche Muspelheim, den Marktplatz, das Bewegliche, was alles, was dazwischen liegt, was auch gesagt wird. Du erinnerst dich an das entsprechende Video. Die Betonung zum Beispiel, das, was auch nicht gesagt wird, ist häufig viel entscheidender für das Verständnis dessen, worum es geht, als eben das, was gesagt wird. Die Grammatik ist nur ein Teil und der Begriff Ente ist gleich Wasserwesen mit Brutverhalten XY ist eben nur ein Teil der Welt. In unserem Denken offenbart sich zunächst nur ein Teil der Welt. Aber der andere, zu dem wir Zugang haben, um die ganze Wirklichkeit zu erfassen, indem wir hineintreten durch den Schlüssel, der da heißt Staunen, Demut, Ehrfurcht, Ergebenheit in den Weltenlauf, auch mehrfach jetzt gebracht. Du musst also die ganze Gralstour kennen. I'm sorry. Wenn du wirklich guten Willens bist, dann machst du das auch. Also die andere Seite der Wirklichkeit, Brutverhalten. Wenn man mal, gerade was ja die Frauenmenschen besonders gut können, wenn sie es denn mal wissen und merken, dann erleben sie sofort, gehen sie innerlich mit, wie das denn ist, wie die Mutter sich da aufgeregt um ihre Kleinen kümmert, wie sie so zu atmen beginnt. Das ist auch wichtig, mal mit der Atmung da so mitzugehen, weil man dann auch die versuchen nachzuahmen, wie machen die das denn? Komm, Kinder, und dann so schnäbeln und um sie rum und besorgt und dann die Kinder, welches Verhältnis haben die? Also man kann die ganzen Kosmos aus Verbindungen, was da hin und her schwingt, was das Erlebnis ist, das man auch selber haben kann mit eigenen Kindern, wenn man sich sorgt um die, wir haben ja keine Brut, ne, die Nachkommenschaft, um die Liebsten, was da alles, da braucht man den Dichter, um das auszudrücken. Das ist halt eben so, den wir ja verloren haben. Also was wir erleben können, ist bei einer ausgebildeten Seele, die gesungen hat, viele Klangfarben kennengelernt hat, malen gelernt hat, die Sinne geschult hat, geöffnet hat, die Ohren geöffnet hat, Unterscheidungsvermögen hat, ist es eine unendlich reiche Welt, die sich hinter dem blassen Begriff Brutverhalten, Brutpflegeverhalten verbirgt.
Also was ist zu tun, um ein ganzer Mensch zu werden? Einerseits gilt es, irgendwie klar denken zu lernen und zu sagen, okay, die Kategorien, die Begriffsebenen. Und jetzt haben wir einen klaren Begriff, das hier beziehen wir auf Brutverhalten. Und dann müssen wir abtauchen in die andere Seite, in die Erlebnisse, die dazugehören, und müssen dann irgendwie die zusammenbringen. Also müssen gucken, dass wenn wir das erleben, dass im Hintergrund hinter uns dieser Begriff Brutverhalten aufleuchtet, aber wir bleiben im Erleben. Das ist ein Spagat, aber den kann man machen. Und dass wenn wir auf der einen Seite, wenn wir sagen Brutverhalten oder Freiheit, das sind ja genau diese Begriffe, dass im Hintergrund das dazu passende Erlebnis aufleuchtet. Ungefähr klar. Und jetzt gehen wir nochmal zu den Geschlechtern. I want to sit in the sun. Warum singe ich? Weil ich im Singen durch das Atmungsgeschehen und so weiter in eine andere Seite der Wirklichkeit eindringe. Es sei denn, ich natürlich auch mit, ich mache es ja nicht, I sit in the sun. Also irgendwie so wie heute Leute Gedichte vorlesen, ja. Von draußen am Walde komme ich her, ich muss euch sagen. So, und ich durfte halt angeregt werden, man macht es ja nicht aus sich heraus, von so unendlich vielen wertvollen Menschen, dass die gesagt haben, okay, jetzt probieren wir es nochmal und jetzt mal mit Ausdruck, jetzt mal versuch mal so, ich habe Schauspielunterricht genossen, bla bla bla. Dass man dann das aufsucht, was halt dazu gehört. Ja, von draußen, vom Walde komme ich her. Und ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Ich muss Weihnachten empfinden. Ich muss eine feierliche Stimmung empfinden. Ja, gut. Und jetzt reden wir nochmal um Anschluss, um diese Pole in uns selber wieder zu finden. Die Erlebniswelten, die hinter den Begriffen männlich-weiblich stehen, zu finden. Versuchen wir es nochmal. Oh, es windet so. Leute, das ist eigenartig. Wieso gibt es denn einen ruhigen Ort? Irgendwas Windgeschütztes. Ja, auch diese Wolken wieder, das Wetter ist einfach zum Kotzen. Siehst du, das ist volkstümlich, da versteht jeder, was gemeint ist. Aber drück mal aus, was das heißt, kotzen. Es ist zum Kotzen. Drück das jetzt mal aus, schreib mal einen Aufsatz. Ha, ich verschwinde hier. Ich verschwinde hier. Und setz mich da mal hin. Sehr gut, hier ist es windstill. Weil der Wind, der bläst dann auch die Gedanken fort. Als bei mir als junger Mann das Sehnen begann, ich erwachte damals für Anja. Muss ich sagen, es ist weit und breit niemand da, niemand auch jetzt, der mit ähnlichen Worten wie meinen oder mit Wolfgang Gätige einen aufklärt, was denn überhaupt jetzt passiert. Weil natürlich auch die Erwachsenen annehmen, naja, jetzt kriegt er halt die Hormone und jetzt will er halt, ja, Geschlechtsverkehr auch machen. Das ist ja völlig klar. Ich habe aber beschrieben, es ist ein Sehnen in mir erwacht. Ich habe einen Zauber empfunden. Vielleicht auch, weil ich eben so lange eben auch durch meine vielen Hausarreste, die ich ja bekam, eben halt in Bilderwelten geblieben bin, mit Winnetou und Rittern. Und ich habe es alles, wirklich alles gelesen. Und war eigentlich habe eigentlich als Kind, bis ich 12, 13, 14 war, in diesen Welten auch gelebt. Die mir auch Schutz waren vor dem anderen. Es ist niemand da, der aufklebt, der aufklärt. Und so gab es dann irgendwann so ein erstes Mal und irgendwie, da erklärte sich so ein Frauenmensch bereit, nachdem ich schon die anderen beneidet habe, oh, die dürfen. Ja, was denn? Das wusste ich ja gar nicht. Wie bei Claudia mit 15, ich hatte noch gar keine Ahnung, dass das noch irgendwas anderes ist. Ja, und dann irgendwann darfst du mal irgendwie alles sehen und so und dann irgendwie steckst du dann dein Ding da rein und machst dein Ding und dann, ja, viele sagen ja dann auch, ja, und das war's jetzt? Das war jetzt irgendwie das, wonach ich mich da gesehnt habe? Und das ist schon... Da sind wir eigentlich schon zwei Schritte zu weit gegangen. Wenn die Not dann im Leben vielleicht nochmal groß wird, das Sehnen, das Verlangen, und man dann an den Punkt kommt, und das haben wir neulich mal gemacht, dann zu sagen, okay, was willst du denn, du als Mann, was willst du denn von einer Frau? Und ich kann nur sagen, bei mir war das so am Anfang und auch dieselbe Feststellung,
bei den anderen, sie wissen es nicht. Und da habe ich gesagt, na gut, dann lass uns mal, ich bin jetzt mal die Frau und du bist jetzt frustriert, weil du kommst immer nicht ran. Dann bin ich jetzt, sag mal, als Frau, sage ich, okay, was willst du denn von mir? Und dann sagst du als Mann, ja, dich besteigen. Und da würde ich natürlich erst bei dir einen Vogel zeigen, ne? So, du willst mich besteigen? Wie? Und dann schreckt man als Mann nämlich schon zurück. Wie? Das heißt, ist das wirklich meine Fantasie? Ist das wirklich mein Sehnen, dass ich jetzt hingehen möchte und ich brauche im Grunde nur das, was ich auch von einer Gummipuppe haben kann? Ja, nee, irgendwie nicht. Da merkt man schon, indem man, seht ihr das Zurückschrecken, indem jemand einfach mal sich fragt, was willst du denn? Und du sprichst es aus und dann kannst du dich selber hören. Also der erste Versuch ist irgendwie auszusprechen, was du denn von da drüben willst, was dich da gerade bei Erwachenden, als alles erwacht, so ganz zart, sehnend berührt hat. Dann was ich dir formuliert, ist erstmal so, auch aus dem, was dir entgegenkommt, ist erstmal so, ja, ich will dich flach legen. Und dann sage ich, okay, gut, dann mal angenommen, ich mache das so als Liebesdienst, so, ich bin ja Krankenschwester, ich leg mich einfach hin und mach die Beine breit und du darfst dein Ding machen. Ja, nee, so aber auch nicht. Ach. Und so kann man sich langsam vortasten zu dem, worum es wirklich geht. Kurz Pause. Oh mein Gott, ich habe schon gedacht, das hätte wieder nicht aufgenommen. Dabei war nur die Lautstärke runtergestellt. Also, ich komme in diese Welt. Und es sagt mir jemand oder behandelt mich im Wissen darum, hilft mir da in die Welt zu finden, im Wissen darum, ich als das erwachende Bewusstsein, gerade in den Völkern Mitteleuropas, ist das definitiv so, trage einen Avatar an mir. Ich trage kosmische Kräfte an mir, die natürlich meinen Leib bilden. Erstmal die Ätherkräfte, die verwende ich dann zum Denken. Die Ätherkräfte, die meinen Körper bilden, verwende ich dann zum Denken. So, und das wissen die Erwachsenen um mich herum und helfen mir auf diese Art und Weise, diese Kräfte dann zu beherrschen. Und so kann einem jungen Mann eben, kann er dann jetzt heute nur eben als diese Anregung, dieser Weg, kann eben durch Fragen, kann er dann dem Geheimnis auf die Spur kommen, was will ich denn eigentlich von denen? Was ist denn von denen da drüben? Also die Frau legt sich hin und sagt, okay, du darfst jetzt mal. Nee, das will ich ja auch nicht. Du sollst irgendwie mitmachen. Ach, mitmachen, was soll ich denn tun, fragt die Frau. Die sich da als mögliche, ja, der Mann sehnt sich ja da, möchte irgendwie Beute machen, möchte irgendwie landen, möchte irgendwie Erlaubnis bekommen. Und sie sagt, na, mal gucken, wenn das Bewerbungsgespräch gut läuft, dann darfst du. So. Und dann kann ein Mann relativ schnell darauf kommen, dass er sich möchte, dass er möchte, dass sie ihn sieht. Also das heißt, ihn in seiner Einzigartigkeit. Der Mann hat welches Prinzip? Hat er das Prinzip, das umfassende Runde oder das Prinzip? Haben wir jetzt schon, müssen wir natürlich voraussetzen. Das heißt, auch in sich ist die Grundempfindung eines Mannes, ich bin mein Haus, mein Boot, mein dieses. Er macht Häkchen. Das ist das Empfinden, ein konzentriertes Empfinden. Das ist der Punkt in der Sonnenprüfung, Punkt und Umkreis. Ich bin nicht die ganzen Dinge so sehr, nee, Moment, ist egal. Also das Benennbare irgendwie so und dieses einzigartige Sein. Also er blickt zwar an sich, wenn er ehrlich ist, lauter austauschbare Dinge, also wie zum Beispiel eben sein Geschlechtsorgan, das haben andere auch. Schöne Muskeln haben andere Typen auch. Also was ist denn an mir einzigartig? Das weiß ein Mann überhaupt nicht. Was an ihm einzigartig ist, was an einem Mann wirklich einzigartig ist, das ist eben die individuell verwendete Kraft zu formen, Gesetze des Lebens zu greifen, Gesetze natürlich auch dann zu machen, wenn er in die entsprechende Position hoffentlich im richtigen Alter kommt. Also er kommt aus einer Sphäre, er hängt mit einer Sphäre zusammen, die wir eben die Formpol, die Vatersphäre nennen. Und er wünscht sich eigentlich, dass die Frau das sieht, dass sie das sieht, dass sie ihn erwählt als Einzigartigen. Und dass sie ihm etwas gibt, was er nämlich in seiner Sphäre verloren hat, die Wärme des Lebens. Dass sie ihm die Freude daran gibt, dass es diesen starren Vaterpol, der immer ehrgeizig ist, der nach irgendwas strebt, ohne zu wissen, nach was genau, dass es irgendwie Freude in ihr auslöst. Und diese Freude soll sich umsetzen in eben die Grundgeste allen Lebens, eben die, ja, sich zu öffnen, aufzunehmen, Wärme zu spenden, sich also an mir zu freuen.
Und deshalb werden ja die Augen der Damen, wenn sie denn auf Männerjagd gehen, deshalb stilisiert man die ja nach Kindchenschema eben groß. Und Augenbrauen, es ist ja auch bei vielen immer noch schöne weiße Zähne, das ist einfach dieses Lächeln, so dass man, das ist ja das, was einen bezaubert, weil man das Gefühl hat, die meint jetzt mich. So. Und die Frau kann natürlich dann, wenn sie derartig konfrontiert ist, sagen, wieso soll ich das aber tun? Weil ich meine, du bist einer von vielen. Du bist halt auch ein Kerl. Also, wenn wir versuchen, das irgendwie festzumachen, wieso sie jetzt dann, ich will sie, was will ich denn? Sex will ich? Nee, will ich eigentlich nicht. Ich will eigentlich, dass sie mich sieht. Aber ja, da sind wir ganz schnell daran, sind wir ganz schnell dabei, dass sie eigentlich etwas tun müsste, was aber nicht mit ihrer natürlichen Veranlagung zu tun hat. Denn wie ist die weibliche Veranlagung? Was ist der Hauptgrund, warum eine Frau, wenn sie sich denn im Leben einmal überhaupt fragt, was sie denn von einem Kerl will? Wo er ziemlich schnell merkt, das hat irgendwas mit diesem ganzen Kleingedruckten zu tun, wo ich neulich erzählte. Also ihr Wollen ist nicht zielgerichtet. Wenn sie sagt, ja, wir schlafen miteinander oder so, oder wenn sie sich irgendwie bereit erklärt, nachdem es ja vorher idealerweise auch irgendwie schön gewesen sein muss, gefühlvoll, bunt, romantisch, Kerzen, also irgendwie mit ganz, 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 ganz vielen Elementen, Stimmungselementen, die man nicht einzeln greifen kann, die eine Gesamtkomposition dichterhaft musikalisch bilden, das erwärmt sie und das, da heraus ist sie bereit, dann eben auch bereit zum Liebesspiel. Tatsächlich brauchen Frauen Sex weit weniger als Männer, zumindest Sex nicht im Sinne von Penetration. Was sie vielleicht maximal brauchen bei der Penetration ist, dass sie zu dem Gefühl kommen, was aber mit anderen Dingen zu tun hat, dass sie jetzt erfüllt sind von einer grenzgebenden, machtvollen Kraft. Das ist es, was sie am Mann, nicht an dem Thomas Christian irgendwie toll finden. Was die Frau an dem Mann toll findet. Unterscheidet bitte diese Kräfte an euch. Das seid nicht ihr, das bin nicht ich, der darin wohnt. Aber wenn eine Frau, ein ganz klassischer Satz, wenn man dann doch mal eine Frau dazu kriegt, eine Aussage zu treffen, warum sie denn jetzt mit Hans-Peter oder wem auch immer zusammengegangen ist. Ja, weil ich mich von ihm verstanden fühlte. Jetzt durchschmecken wir doch mal diese Absurdität, die es ist. Der Ausdruck verstanden ist aus einer Welt der Begriffe entlehnt, wo ich sagen kann, ah, eine Ente, ah, also ah, ein Haus, ah, ein dieses, ah, ein jenes. Also wo ich eigentlich etwas ganz klar identifizieren kann, am Wahrnehmungspol, in der Kathedrale, im denkerischen Pol. Das habe ich verstanden. Wir wissen aber auch, dass eben sie, also der Frauenmensch, die Vertreterin des Gegenpoles ist, wo die Dinge im bunten Treiben des Marktplatzes so blitzschnell durcheinander spielen und wie bei Zauberkünstlern sich so schnell das Kaninchen in die Schlange verwandeln und das zurück in irgendwas anderes, dass man im Grunde gar nicht folgen kann. Dass es eigentlich so ist, dass du nichts wirklich greifen kannst in diesem ganzen sinnlichen Treiben, in diesem wogenden, auf- und abwogenden Meer der Farben, der Empfindungen, der Formen, des Gestaltwandelns, da kannst du nichts begreifen. Da kannst du nichts verstehen. Nicht im Sinne des Mannes, denn sie fühlt sich ja vom Mann verstanden. Da der Mann aber nach Anhalt, nach greifbaren Dingen sucht, begreift er vielleicht, ja, sie ist zweimal von einem Freund verlassen worden und er war nicht für sich da. Also nimmt er sich irgendwie vor, jetzt mache ich das nicht und ich bleibe bei ihr. Was sie aber meint, ist ja eben, und jetzt müsstet ihr im Grunde weitermachen und mich ergänzen nach all den Videos. Jetzt müsstet ihr in der Lage sein, das jetzt fortzuführen. Was die Frau sich wünscht, kann sie nicht sagen, weil das, was in ihr da an Erwartungen oder auch im Mann, was da irgendwie, wo man versucht zu sagen, was wünsche ich mir denn, was will ich denn von den anderen? Wenn ich begreife, dass hier die Stimme des Mannes in mir spricht, das ist das Sehnen des Urmannes. Und es ist das Sehnen des Weibes. Erst in dem Moment bekomme ich Aufklärung über das, worum es hier eigentlich geht. Der Urmann erwartet, dass es ist wie in Urzeiten. Er bekommt sein Gegenbild gezeigt. Das Ganze wird zusammengeschmiedet in der Familie, aber nach starren Regeln.
Sie bleibt in der Frauenwelt, sie hat da zu gackern und dann macht sie den Markt und dann besorgt sie das Haus und macht ihre Sachen, die mit Muspelheim zu tun haben. Und er macht seine Sachen am Männerpol, ist Krieger, ist Befehlshaber und so weiter. Und dann muss niemand mehr darüber nachdenken, weil ab dem Moment wird nicht mehr gesehnt, ab dem Moment wird einfach getan. In uralten Zeiten fand das Sehnen, das wir heute in uns als werdender Mann zum Beispiel auffinden können, als Trieb. Als Trieb, der natürlich auch geschürt wird. Hol dir dein Schnäppchen, dem auch nie eine Überlegung oder eine Anstrengung gegenübergestellt wird. Bevor du das darfst, zieh dich erstmal ordentlich an. Werd erstmal was, werd erstmal ein rechter Kerl. Das ist auch nicht da. Und von daher äußert sich heute die Stimme sozusagen des Urmannes, der Antrieb des Urmannes in Reinkultur, was er nie durfte. Er war früher immer gebannt vom Gegenbild, Rede und Antwort. Ich habe das Motiv nun schon häufig erwähnt. Chor, der Vorsänger und der Chor. Es gab immer eine Entsprechung. Wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt, diese Stimme war nie frei am Sprechen. Diese Sehnsüchte der Frau, dieses, denn, ja, was sie denn will, war nie frei am Sprechen, weil sobald ihr das entsprechende Gegenbild in der Hochzeitszeremonie gezeigt worden ist, das war eine magische Verrichtung, wo zwei urwesenhafte Kräfte zusammengebracht worden sind, durch ein drittes, durch einen Zauber, ein Ritual. Dort war dann eine Ganzheit von außen hergestellt. Wenn wir heute darauf blicken, in einer Kultur, die all das ganze Werden zum rechten Mann, das Werden zum rechten Weibe, alles abgestreift hat, in mitteleuropäischen Landen wohlgemerkt, müssen wir uns das als allererstes mal klar machen. Das heißt, da fehlt etwas. Und wenn wir jetzt das probeweise dazu nehmen, was war denn die Zeit von Parsifal, von Artus, von den Rittern? Was ist denn eigentlich passiert in diesen ganzen Ritterprüfungen oder auch natürlich in dem, was eine Frau durchmachen musste, wenn sie die Kranken gepflegt hat, wenn sie die Tiere dann natürlich halt auch sterben sehen, wenn sie Geburten begleitet hat, den gesamten Kreislauf des Lebens. Was ist beim jeweiligen Geschlecht mit den darin veranlagten Urkräften eigentlich geschehen? Welche Reifung ist dort geschehen? Der Mann ist mit seiner, mit dieser speerartigen Kraft, die auf ein Ziel hinaus will, die eigentlich für was völlig anderes gedacht ist, nämlich als Denker die Wahrheit, oder hier den Gedanken vom Himmel zu holen, zu fassen und erstmal stehen zu können. Ja, das ist der Gedanke. Die Hand zittert, seht ihr, weil es möchten andere Kräfte, möchten sie irgendwo hinbringen. Aber nein, da ist jemand da und das wohnt im Mann, der hat einfach nur mal die Kraft erworben, einfach mal zu stehen und nicht aufzugehen im Meer der Möglichkeiten, im Meer der Widersprüche. Und diese Kraft lebt grundlegend im Mann und aus der Kraft heraus ist natürlich auch die Aggression, loszustürmen im Verdrängen des anderen, was einen stören will, am Stand halten und es ein Ziel ins Auge zu fassen. Das wurde trainiert und diese Kraft war aber magisch immer gebannt. Und jetzt muss man sich sagen, was ist denn, wenn diese Magie aufgehoben wird? Dann muss der Mann in der Lage sein, sich selber im Spiegel zu sehen. Also das, was heute auch so missbräuchlich gebraucht wird, wo jemand sagt, oh, das passt mir jetzt an dir nicht, ich finde dich blöd und halte jetzt einen Spiegel vor. Also aus seiner, also was er mir spiegelt, ist im Grunde seine eigene, ja, seine unausgegorene Seele. Sein haben wir Theosophie, erinnert euch, ne? Sein Meinen, das spiegelt er mir und glaubt mir jetzt eine objektive Wahrheit entgegenzuhalten. Was einer Männerseele und einer Frauenseele oder diesen Kräften wirklich gezeigt worden ist, ist, schau mal, das passiert, wenn du nicht aufpasst. Dann wirst du nämlich zur Kampf- und Tötungsmaschine. Dem Mann musste zur Empfindung gebracht werden, dass die Kraft, wie sie roh in ihm lebt, dazu führen wird, dass er alles töten wird, was er eigentlich liebt, was eigentlich tief in ihm Ziel seiner Sehnsucht ist. Die Killermaschinen, heute ganz häufiges Thema, Tötungsmaschinen, zu denen die ganzen Soldaten gemacht worden sind, denen wir heute vorwerfen, ja, so ungerecht vorwerfen, dass die ja, mein Großvater war ein Monster!
Ich könnte euch, Leute, da erwacht auch so, da erwacht die männliche Kraft und möchte sich irgendwie kraftvoll auch dagegen wenden, irgendetwas tun, um dieses dumme Geschreie ein für alle Mal zum Ende zu bringen. Wirklich. Das ist so gemein und das ist so ehrverletzend. Was konnten die denn dafür, dass sie missbraucht worden sind? Was können Mind-Control-Opfer dafür? Was können Menschen vom sexuellen Missbrauch dafür? Was können die dafür? Und die dann noch anklagen, unsere Großväter, die mind-controlled geworden sind, die noch schlimmeren Notenterror leiden mussten als wir schon, und die dann anklagen, ungerechter geht es überhaupt nicht mehr. Und das ist nicht korrigierte weibliche Kraft. Sage ich jetzt schon mal ganz klar. Also, der Mann musste erschrecken können. Er musste ihm, das geschah über Träume oder in Einweihungsprüfungen, indem er nämlich eigentlich erstmal auf den Schisser in ihm aufmerksam geworden ist, eben wenn er dem Wolf begegnen musste. Ich will es hier nicht ausführen, aber es gab den Moment des Erschreckens, den ich auch erlebt habe. Quasi, das ist ja das in den Filmen, du hast jetzt jemanden in blinder Wut, wolltest du jetzt eigentlich nur für Gerechtigkeit sorgen und hast den anderen dann mit dem Messer dann die Kehle aufgeschlitzt und du kommst dann plötzlich zu dir und siehst, was du angerichtet hast. Also in vielen Leben haben wir das auch durchgemacht und das sind die Bilder, die auftauchen in bestimmten Prüfungen, dass wir irgendwie merken, wenn diese rein männliche Kraft, wenn du sie wirken lässt, dann wird sie dafür sorgen, dass sie das Leben zerstört. Also müssen wir jetzt irgendwie dafür sorgen, dass du das Leben lieben lernst. Und deshalb wurde Sexualität gestiftet. Deshalb wurde das Sehnen nach dem anderen Geschlecht gestiftet. Dieses etwas, was mich auch abhält normalerweise. Es sei denn, die Gesellschaft nimmt alle Anzeichen weg und stellt mir drüben die Muschi nackt, also sprich den Tempel der Vesica Piscis, nackt und entheiligt zur Schau. Dann regt das uralte eben Tötungsmaschineninstinkte. Und indem mir der Schutz als Mann, der Schutz der Gemeinschaft bei meiner Ehre, wir haben das angesprochen, bei meiner Ehre anvertraut worden war, also das, was dem Mann eingeschrieben war, als tiefstes überhaupt in der Seele, etwas, was früher nur dem König galt, den Kameraden galt, die Ehre zu bewahren, die Pflicht zu erfüllen. Dieses Prinzip wurde dann angewandt, bei deiner Ehre bist du nun verpflichtet, über das Leben zu wachen. Und indem man dann über viele, viele Leben immer wieder halt in dem Männerleben eben beeindruckt worden ist von diesem Treiben, das man am Anfang total abstoßend fand. So war das. Auch wie man es heute, diese Abstoßen kann man ja heute noch als Mann in sich finden, von dem ganzen Gegackere, dem Gequirligen, das nie ein Ende kennt. Und wo man dann irgendwann aus Verzweiflung ein Machtwort spricht, aber da ist natürlich schon zu spät, ne? Es wäre, wenn der weibliche Pol einfach den männlichen nicht respektiert und dann muss halt am Ende das übertriebene Wort gesprochen werden, wo vorher ein leises Psst genügen würde, wenn sie dem Mann vertrauen würde. Und auf der anderen Seite, der weibliche Pol, was ist er? Ich beginne von hinten. Der weibliche Pol, der Verteidiger des Lebens, der mit allem mitgehen kann, mitschwelgen, der war jetzt dem anderen ausgeliefert, also das heißt, dem Weiblichen, den Vertretern sozusagen dieses anderen Teils der Welt, der Schöpfung, hier der klare Begriff, da das Erlebnis, hier der Mann mit der formenden Kraft, der wurde dann eben als Bewacher des Lebens, als Schützer des Lebens und auch als Rahmengeber des Lebens, darf man nicht vergessen. Das ist das, was die Leute mit dem Patriarchat verwechseln, als Wunsch zu dominieren. Das sind die Entgleisungen, aber ursprünglich war das Patriarchat dafür da, dass eben ein Reifungsschritt geschehen konnte, nämlich nachdem das Matriarchat alles Leben entwickelt hat, nachdem erstmal die ganzen Formen in der Welt waren, brauchte es die formende Kraft. Und dann bekamen eben die Männervertreter, also die Träger der männlichen Kraft, bekamen die Aufgabe, jetzt bei deinem Leben, bei deiner Ehre, schützt du das da drüben und schaffst mit der Umfriedung die Mauer, so dass darin Leben gedeihen kann. Und wehe, du missbrauchst deine Macht so, dass du zum Vergewaltiger wirst. So, und dadurch wurde über viele Leben, wie gesagt, der Mann, die männliche Kraft, beeindruckt wieder von dem quirligen, bunten Leben. Aber die andere Seite wurde auch natürlich, die stand jetzt einfach eben der Strenge gegenüber. Und weil das Weibliche das immer ausufern möchte, das erleben wir ja heute auch ausufern möchte, zum Beispiel in ihrer Ungerechtigkeit, also da, wo sie irgendwie, dann eben ins Pauschalurteil, ins vernichtende Pauschalurteil sich ergeht, ohne es zu merken, weil auch niemand mehr da ist, der sie bremst, auch schon gar keine Männer mehr, die dann in der Situation der Frau wirklich einfach das Handwerk legen. Knebel in den Mund, sitzen, Wasser über den Kopf, bis sich das beruhigt hat. Weil das, was wir da draußen sehen, ist eine völlig entgleiste, vernichtend gewordene weibliche Kraft. So, also der weibliche Pol, die Vertreter des weiblichen Pols, die wurden dann
eben in der Reifung zur Frau wurden sie dann eben dem anderen Pol ausgesetzt, der sie auch unerbittlich zum Beispiel an ihre Pflichten erinnert hat. Die Pflichten, eben das Leben auch zu beschneiden, wo es nötig ist. Denn wenn zum Beispiel, du musst das Kind aus der Mutter entfernen, wenn das Kind gestorben ist zum Beispiel, das passiert ja im Mutterleib, dann musst du eben das Kind, so schlimm es auch ist, musst es eben aus der Mutter entfernen. Du musst eben dann, wenn du von dem Beschützer des Lebens, der immer noch schwelgt, es soll alles blühen, alle Pflänzlein sollen ihren Platz haben, jeder nach seiner Art, und wenn dir das Ganze aber als Dschungel über den Kopf wächst, wenn du dann keine Kulturpflanzen mehr haben kannst, weil es von dem Kraut überwuchert wird, dann musst du die Sense nehmen und musst es beschneiden, so sehr dir dieses Kräutlein eben auch in der reinen Mutterform oder in der reinen Frauform eben auch leid tut, weil du leidest ja mit allen Wesen mit. Das ist das Urweibliche. Man lebt in den Dingen, in den Brutpflegeverhalten, was wir so nennen, in dem, was da geschieht. Och, meine Kleinen, meine Lieben, kommt alle her. Und dann kommt der Habicht und pack, ist eins weg. Dass du als Mutter da nicht daran zerbrichst, dass der Habicht kommt. Oder dass du besser gesagt diesen Schmerz durchmachst. Es muss halt sein, weil der Habicht muss halt auch leben. Diesen Schmerz durchzumachen, das hat die urweibliche Seele reifen lassen zur Mutterseele. Das war dann die eigene weibliche Kraft, die sich selber in den Spiegel geschaut hat und sich erkannt hat, oder die Kraft in ihrer Einseitigkeit, wenn ich es immer nur wuchern lassen möchte und immer nur für alle Verständnis haben möchte und niemals auch das Schwert in die Hand nehme oder die Schere, wie auch immer, und eben auch mal einen Lebensfaden abschneide, ja, dann müssen manchmal alle dran glauben, weil ich halt ein Leben nicht opfern konnte. Dadurch, und wenn ich das aber nicht mache, dann werde ich am Ende alle, einfach weil das Leben als reißender Strom wird dann alles hinwegspülen. Also die Frau, die merkt, dass sie mit ihrer inneren Beweglichkeit, mit dem Fantasiereichtum, mit dem Verständnis, mit dem sich in das versetzen, irgendwie fantasieren und plappern und noch mehr plappern, aber dass sie, wenn sie aber keine Grenzen setzt, dann wird sie alles wegplappern. Und am Ende ist einfach Gruppensex und Hauen und Stechen angesagt. Also das heißt, die absolute Entgrenzung führt am Ende in ein Gegeneinander, zwangsläufig. Weil jeder möchte natürlich dann in seiner Entgrenzung über den anderen drüber quälen. Irgendwie, und da müsstet ihr jetzt wieder mithelfen. Die Bilder sind eigentlich ziemlich klar. Es ist sehr anstrengend, ich sag's nochmal, ne? Damit du dich jetzt bitte anstrengst. Das ist genau das Gleiche. Das Gleiche, dass du von dem mir zuhören, dich berieseln zu lassen, dass du jetzt da hinten mal pack irgendwie den After zusammenkneifst und dass du sagst, okay, und jetzt halte dir selber den Spiegel vor. Ja, dass du erschrickst vor der Gestalt, und so funktionieren die Reifeprozesse, vor der Gestalt, die sich im Grunde irgendwie von lauter Videos, von lauter belehrenden Leuten eigentlich den ganzen Tag berieseln lässt, aber eine Anstrengung. Jetzt mal den Stift und Zettel zur Hand zu nehmen und aufzuschreiben, was hat der Thomas Christian oder wie auch immer gerade gesagt. Das ist genau derselbe Mechanismus, derselbe Prozess, dasselbe Erlebnis, von dem ich hier spreche, das jedes Geschlecht durchgemacht hat. Es gibt von Rudolf Steiner ein sehr machtvolles Wort, natürlich mal wieder von ihm. Und das heißt, immer wo du Kritik üben möchtest, das ist typisch männlich erstmal, als Kraft pfeilartig raus, den Finger in die Wunde legen, da die genau finden, die Schwachstelle des Gegners auch finden. Das war ja eben auch männlich, dass du den Gegner eben halt dann erlegst, um eben zu jemand zu werden, der zur Fahne stehen kann. Dass du dort diesen Stachel, der nach außen möchte, diesen Speer, dass du den nach innen wendest. Das ist für die heutige Zeit das Mittel der Wahl. Ich habe es mit anderen Worten gesagt, dass du dir anschaust, ich wollte schon wieder, obwohl der andere mir total nett, liebevoll entgegenkam, habe ich gerade eben gestern erlebt mit Arleit. Das Erste, was jemand in mir ihr gesagt hat, war im Grunde eine Art Kritik. Das ist faszinierend, halt anders verpackt. Und da den Stachel nach innen zu wenden, was ich gelernt habe, geübt habe, was sehr schmerzvoll ist, es sich den Mund zu verbieten, erst dann
festzustellen, ich wollte schon wieder etwas sagen, aber wenn ich es reflektiere, sagen, ja, etwas, was eigentlich die Stimmung, die am Anfang der Begegnung sein muss. Mensch, komm her, mein Lieber, wie war denn die Fahrt? Wie geht es dir? Mal in die Augen schauen, umarmen, Wärme teilen, am Leben Anteil haben und so weiter. Erstmal einen Kuchen essen, Kaffeeduft. Das ist erstmal die weibliche, die Familienwelt, in die müssen wir eintauchen. Also, und ich hätte eigentlich, und ich habe eigentlich mit meinem Kommentar diese Welt zerstört. Ich bin gleich auf die männliche Schiene, wie es typisch ist unter Männern, sich anfrotzeln, anmeckern, sagen, na, du Arschbacke und so weiter. Das ist typisch, typisch für Männer. Irgendwas finden und so weiter, das ist die stiftet tatsächlich eine ganz eigenartige Verbindung unter Männern. Im Kameradschaftsbund. Solange man nur unter Kameraden zu bleiben hat und mit den Weibern nichts zu tun hat, da ist es ja noch in Ordnung. Oder in der alten Zeit war das in Ordnung. Und so flutscht es aus mir raus und ich so, hinterher aber, leider zu spät, dachte mir, jetzt ist es wieder passiert. Aber ich weiß darum und ich habe mir in meinem Leben schon so oft den Mund verboten. Aber weil ich es getan habe, wendet sich das nach innen, das, was raus wollte, als Stachel und tut innerlich weh. Und dadurch wache ich auf und kann mir sagen, warum mache ich das denn? Warum macht er das denn in mir? Besser gesagt. Ach so, der möchte immer irgendwie, ach so, das ist der Urmann. Aber zu merken, er zerstört was und das sehe ich in den Augen des anderen. Einen Frauenmenschen, die enttäuscht sind. Und indem ich den Stachel nach innen wende, kann ich die eigene Kraft, die Einseitigkeit überwinden und kann dann zu dem finden, was jetzt richtig ist, aus der Mitte. Dann kann der Kommandant sprechen und sagen, danke Krieger, jetzt hast du dich erkannt. Diese Kraft hebt man für später auf, wenn es um das scharfe Sezieren irgendeines Problems geht. Aber jetzt fragen wir den anderen erstmal, wie es ihm geht. Und damit habe ich als Mann etwas Weibliches getan. Und dann siehe da, wir finden das in allen Protokollen aller Völker wieder. Zuerst wird, wenn der Gast ankommt, zuerst darf er sich waschen, er darf sich ausruhen, dann kriegt er ein Gebäck, dann gibt's einen Tee, dann sagt man na, und wie war die Reise, wie geht's der Familie? Und das war, ist bis heute in vielen Völkern die eiserne, eherne Vorschrift, die nicht verletzt werden darf. Und ich begreife heute auch warum. Weil du den sozialen Organismus, der immer entsteht, wenn Menschen zusammenkommen, zerstörst. Wenn du diese Fruchtfolge, die Reihenfolge des Wachstums aller organischen Prozesse, wie es auch ein Gespräch ist, wenn du sie verletzt. So kommen wir zum Abschluss dieses Videos, kommen wir auf das Thema, ich stelle mich neu in die Welt. Und kann mir sagen, so wie wir heute im Außen wissen, ich muss mit gewissen Chemikalien umgehen, damit am Ende meinetwegen ein galvanisiertes Produkt rauskommt, das eben schön nach Chrom glänzt. Ich muss Wissen haben, ich muss es zur rechten Zeit in der richtigen Dosierung, in der richtigen Reihenfolge zusammenbringen. Genauso ist es auch bei den Tieren, da also die Tiere, die Pferde und die Ziegen, die verstehen sich wunderbar, auch die Schafe oder gewisse Pflanzen, kommen wir heute drauf, die verstehen sich auch wunderbar, der Mann mit seinen Begriffen hätte die getrennt gepflanzt, aber nee, wir sehen, die helfen sich gegenseitig, halten die Insekten fern und die anderen, die locken, holen Schwefel aus dem Boden, was die andere Pflanze braucht in Symbionten und so weiter und so fort. Und jetzt begreifen wir diese Komplexität der Welt aus Erde, Wasser, Feuer, Luft. Jetzt begreifen wir uns heute, und das ist die Zeit, als Träger von Kräften, die wir draußen als Chemikalien vorfinden, draußen als Elemente vorfinden, draußen als Pflanzenformen vorfinden, draußen als Tierformen vorfinden, mit ihrem ganz bestimmten Pferdewesen, Schafswesen, Ziegenwesen und so weiter. Und so begreifen wir uns plötzlich als Träger eines Männerwesens mit Formkraft, eines Weiberwesens mit Muspelheimkraft, um nur diese zwei zu nennen. Es fehlen ja bei den Vieren, fehlen noch welche, aber wir bleiben beim Grundelement. Und das heißt, der erste Impuls ist, flachlegen? Ja, flachlegen, sagt die andere Stimme. Wirklich? Nee, eigentlich gesehen werden? Ja, gesehen werden. Und so hilft uns die Gesellschaft idealerweise zu dem zu finden, dass wir die Kraft in uns erkennen als das, was sie ist, indem wir nämlich erstmal die rechte Männerschulung durchmachen, die rechte. Und die Frauenmenschen erstmal die rechte
die rechte Frauenschulung, also dass man eben von der Urfrau oder Urweib eben halt wirklich dann eben zur Frau und dann später zur Mutter reifen kann. Dass diese Reifungsprozesse geschehen, die sehr viel mit Selbsterkenntnis zu tun haben und natürlich die Kräfte in den Griff bekommen. Das Quellenwollen in der Frau muss dann eben auch die gestaltende Kraft einschneiden, Nabelschnüre durchschneiden und so weiter. Und beim Mann eben, dass wenn er zu starr wird, dann muss er auch wieder beweglich werden. Ja, dass er mal von seinen Begriffen loslässt zum Beispiel. Alles nur angedeutet. Das ist schmerzhaft. So, diese ganzen Prozesse müssen durchgemacht werden und dann erkennen wir plötzlich, dass uns heute es übergeben ist, auch das, was zwischen uns Menschen geschieht, so zu gestalten. Bonjour. Hallo. Ich gehe gleich, 5 Minuten. Okay, ich mache nichts. Also so zu gestalten, die ganzen Prozesse, der Pfarrer war da, so zu gestalten, dass die ganzen Prozesse, dass zwischen uns eben auch eine Frucht entsteht. Das ist das ganze Geheimnis. Also wenn zwei Menschen sich begegnen, muss ihnen klar sein, wir können entweder jetzt uns wechselseitig als seelischen Abfalleimer benutzen, oder wir können begreifen, dass die Begegnung von Menschen immer dazu da war, um entweder gemeinsam die richtigen Begriffe zu finden in der Kameradschaftssphäre, um entweder gemeinsam das Richtige zu finden in der Frauensphäre, oder eben um zwischen Menschen vor allen Dingen jene Kraft zu entfalten, die wir heute als Liebe bezeichnen, dass diese Liebe nicht mehr vom König gespendet wird, sondern durch rechtes quasi sich Wiedererkennen dessen, was in mir als Männerkraft schlummert und das irgendwo hin will, und in dem, was in Frauenseelen als Kraft schlummert, wenn die beiden Kräfte sich wiedererkennen, als im Grunde zusammengehörend, was ich meinte, der ganze Begriff, also um die Ganzheit zu erfassen, brauche ich diese beiden Seiten. Wenn man den anderen ahnt, dass da irgendwie das drinsteht, wenn einem dazu geführt wird, dass man es sehen kann, statt eben sich nur irgendwie als Geschlechtsbefriedigungspartner irgendwie zu begreifen, als dass wir vorgeführt werden. Wenn das ist, dann passiert jener Zauber, der eine ungeheure Kraft entfalten wird, die dann eben in dieser Serie Avatar als die Kraft des Iluvatar beschrieben wird. Guckt sie euch an und da ist alles da. Also, dass wir uns gegenübertreten, sagen, also du bist also ein Vertreter des Frauenpols. Und ich durch, wow, aha, also das ist eine Weltenkraft, die schlummert in dir. Und sie blickt rüber und sagt, also du also... So, und wenn ein erstes Wiedererkennen aufflackert, ganz glimmend, flackernd, ein bisschen, dann haben wir schon einen super Anfang gemacht. Als zu sagen, ey, du, bist du auch ein Schlafschaf oder kommst du rüber und so? Okay. Zum nächsten Mal werde ich vielleicht nochmal die... Nee, mache ich zum Abschluss. Ihr könnt Pause machen, nehmt einen Kaffee, ich habe gerade keinen leider. Schaut mal schön... Ich bringe zum Abschluss, weil es ist leicht eigentlich. Ihr müsst nur ein paar Fäden ziehen. Ich habe immer so ein bisschen so ein, oh, die Armen, die können das nicht verkraften, aber ich erinnere nochmal, wir sind hier nicht in der Schmuseanstalt. Wir haben also jetzt für den an die Michaeliten gewandt. Wir haben noch ein paar Jährchen und dann entfaltet Ahriman seine volle Kraft. Und wenn wir das nicht packen, uns jetzt hier aus dem Sessel zu erheben, dann ist eh alles vorbei. Also das ist mein Stand der Dinge, den habe ich oft geäußert. Und eben, ich suche nach denen, die da mitgehen. Von daher mute ich euch jetzt noch das Letzte zu. Ihr könnt ja alles nochmal mal den Fernseher auslassen und mein Erwachen der Lämmer lesen, es studieren, miteinander arbeiten, Arbeitsgruppen bilden. Es ist ja euch überlassen, wenn ihr die Welt retten wollt. Ne? Also wenn ihr den Keim bilden wollt, der nötig ist, damit diese Welt eben halt weitergeht. Also sind wir mal ein bisschen streng, männlich, forsch, damit auch diese Kinder heranwachsen, das bekommen, was sie brauchen. Wie war das noch mit der Kameradschaft? Mit der Kameradschaft gewesen? Ach, man kann von innen nach außen gehen, oder was? Ich möchte eigentlich rausgehen. Ich mach's draußen, glaube ich, weiter. Raus wieder? Also, wie war das mit der Kameradschaft? Bei seiner Ehre. Die Ehre wurde dem männlichen Prinzip eingeimpft. Fühlte sich in alten Zeiten ein Männerwesen einseitig verpflichtet. Nicht, also eben dem König und seinen männlichen Kameraden. Jenen, die mit ihm gemeinsam, halt seine Getreuen, für diese eine Fahne einstanden. Das war die eigentliche Verbindung, die eben
von Ausgrenzung lebte der anderen Fahnen, der Vertreter des anderen Clans. Und diese Verbindung der Kameradschaft, die im Zweiten Weltkrieg auch nochmal so besungen worden ist, wenn sie auch, sage ich mal, in völlig irrer, erzwungener Art und Weise, dass man die in so einem Stahlgewitter geschickt hat, die armen Menschen, wenn sie da auch in verzerrter Form, völlig übersteigert irgendwie nochmal aufgetaucht ist. Das ist eigentlich die Verbindung, die wir heute auch empfinden, wenn wir zusammenfinden unter der Fahne zum Beispiel des, jawohl, Klimawandels, dann haben wir automatisch Feinde. Wer das nicht an sich sehen kann, dass diese Standpunkte immer erkauft sind durch Ausgrenzung der anderen, der versteht das Prinzip eben nicht. Das ist eine ganz spezielle Hinneigung zu einem anderen Menschen, die auch in einer Art Liebe, wenn man nicht aufpasst, Liebe zu dem Gesinnungsgenossen lehren kann. Aber man darf sie nicht verwechseln mit der Liebe, die man unten in der Sippe hat, gleich dazu nochmal, oder eben halt auch mit der Liebe, die werden will, wo man eben abwägen kann, diese Pole von der einen Seite, wo man an sich merken kann, ja, jetzt beziehe ich einen Standpunkt, jetzt werde ich starr und fasse diese eine Idee. So, so muss es sein. Und der in der Mitte kann bemerken, dass das jetzt eben dieses Prinzip ist, ich werde zum Punkt im Umkreis. Und auf der anderen Seite kann ich an mir das Prinzip bemerken, dass ich eben, und das ist die Überleitung zum Kommunismus, plötzlich den Schlachtruf auf den Lippen haben, Arbeiter aller Länder, also Arbeiter, einfaches Volk, ja, die keine Ansprüche erheben, die meistens auch keine Bildung haben, das gehört auch dazu, die einfach aufgehen im Bewegungsmenschen, also im Handwerkigen, also im tätigen Menschen, nicht nachdenken, die nicht studieren, nicht intellektuell sind, die halt einfach so das Leben nehmen, wie das Leben eben so ist, das Treiben des Lebens. Arbeiter aller, also alle Arbeiter aller Länder, vereinigt euch. Was ist denn das für ein Prozess? Was ist denn das, wenn alle in einem großen, großen, großen Ansammlung zusammenkommen und sich dadurch mischen? Es sind halt alles Arbeiter. Ja, es sind nicht Thomas, Peter, Hans. Ja, gut, den Namen hat man so ein bisschen gelassen. Nee, hat man auch nicht. Wie hat man denn die Leute genannt? Es waren ja nicht die Namen wichtig. Genosse. Der Name, der persönliche Name, wurde auch weggenommen und damit war es eine Entindividualisierung. Und das ist eben der Gegenpol. Da gehe ich eben auf in einer Stimmung, der Stimmung eben aller. Da werde ich zum anderen Menschen, ich bin zwar, höre nicht auf zu existieren, natürlich in meinem Körpersein und so weiter, aber das Bewusstsein ist ein anderes. Das Bewusstsein ist das einer nicht differenzierten Masse. Arbeiter aller Länder, vereinigt euch. Und was haben die Kommunisten gemacht? Sie haben die Intellektuellen vernichtet. Also es war ein vereinseitigter Pol, der aber in der Menschheit geschaffen worden ist und existierte immer als Sippschaft. Das heißt, du musst in der Lage sein, wenn du jetzt in eine Familie hineinheiratest, dich halt eben zu versippen und zu verschwägern. Also einfach anzunehmen, was da nun mal ist an Großmutter, Stiefgroßmutter, Vater, was da an Familienbefindlichkeiten, an Familiengeheimnissen ist, ja, das heiratest du eben mit. Also um auch, das ist ein Pol, der war lange Zeit von den Frauen gehütet worden, der hängt zusammen mit eben dem Verständnis für die Wesen, mit allem Mitfühlen, allem Mitschwelgen, diese ganzen Schichten des Daseins, der Lebensformen, es mitzumachen. Im nächsten Pol wurden sie zu Pflegerinnen, im nächsten Schritt zu Pflegerinnen des Ganzen, indem sie auch mal hier den Baum beschneiden konnten. Und ich sage, oh, der arme Baum, das arme Zweiglein. Ja klar, könnte man mitleiden, aber mein Gott, das muss halt auch. Aber das war ein schwerer Schritt, dass du auch mal aussondern musst, dass du auch mal aussortieren musst. Und da sind wir bei der Eugenik. Das sind alles die Begriffe, die hängen damit zusammen. Irgendwie diese, ja, ich muss ins Leben eingreifen. Ja, an der richtigen Stelle, mit dem richtigen Bewusstsein, ja, muss ich das tun. Aber natürlich nicht behinderte Menschen umbringen, das ist so. Aber ich muss manchmal sagen, gewisse Dinge, die fördern wir jetzt einfach nicht. Zum Beispiel wie heute einseitig eben das Linkentum. Sondern da muss einfach mal ein Geldschnitt sein, damit die Geldströme zu den Linken irgendwie aufhören in dieser Art und Weise. Okay, das nur mal angedeutet für den Denker in euch. So. Also in der Versippschaft war es eben so, das waren eigentlich meistens sehr großflächige, großräumige Bünde, wo es eben so war, egal, wie bei den Templern,
dir wurde geholfen. Das war das Selbstverständnis auch dieser ganzen Nächstenliebe-Organisationen und zwar ohne Ansehen. Es war egal, wer du warst. Wenn du Hilfe brauchtest, einfach weil du als Menschenkind blutetest oder krank warst, Cholera hattest, was auch immer, dann wurde dir geholfen. Dann hat man danach vielleicht gesagt, okay, jetzt bist du wieder gesund, jetzt stellen wir dich vor Gericht, weil du bist eigentlich einer vom Feindeslager. Aber dieses Helfen jedem ohne Ansehen der Person, das ist eben der typische Versippungspol. Da bin ich jemand anderes, da bin ich Umkreisbewusstsein, da bin ich Menschenkind. Und auf der anderen Seite bin ich eben halt dann im Kameradenkreis, da schließe ich mich zu einem Bund zusammen gegen die anderen, auch idealerweise zu einem Geheimbund, einer Geheimorganisation, die wir kennen als CIA, NSA und so weiter und so fort. So, und das sind aber alte Prinzipien in der Menschheit und die wollen heute so in die Welt, dass ich erstmal genauso wie im Organismus es auch nicht eine Entscheidungsschlacht gibt, eine finale Entscheidungsschlacht jetzt zwischen Niflheim und Muspelheim, sondern es natürlich klar ist, dass eine bis zu einem gewissen Grad geformt ist und dann kommt die Gegenseite und sagt, das aber müssen wir ein bisschen auflösen, weil sonst wird die Form zu stark. Und genauso kann ich einen Stand, einen Gedanken erstmal fassen, ich kann ihn hinstellen, männliche Kraft, brauche dann aber in mir, damit es nicht irgendwie zu einem verholzten Begriff wird, brauche ich aber natürlich dann auch wieder Muspelheim. Ich brauche also die Fähigkeit heutzutage, insbesondere, das will es werden, dass jetzt dann jemand anderes sagt, okay, danke, jetzt bitte wieder mal, wie lautet denn jetzt der Gegengedanke dazu? Und ich, wie Gegengedanke, das ist der einzig richtige Gedanke. Nein, ist er nicht. Dialektisches Prinzip, wir gucken uns jetzt mal die Antithese an zur These. Und das war die Übung, habe ich schon mal erzählt. Ja, und dann stelle ich mich auf die andere Seite und das erfordert bewegliche Kraft. Die Dinge wieder in Bewegung zu bringen, dazu brauche ich Muspelheimkraft. Und das können Männer von den Frauen lernen, wenn die Frauen dann mit ihrem Feuerelement umzugehen wissen. Und auf der anderen Seite, wenn ich beweglich bin, dann typisches Erlebnis zum Beispiel, dass die gerade die Mädels, ne, sage ich immer liebevoll, also die Frauenwelt, die versteht, habe ich immer wieder erlebt, oh, wie schön du schreibst und so tolle Gedanken. So, und dann kam ich irgendwann mal drauf und sagte, könntest du mit eigenen Worten nochmal sagen, was ich gerade ausgedrückt habe? Völlige Unfähigkeit. Wirklich, völlig. Völlige Unfähigkeit. Da merkt dann ein Frauenmensch erstmal das, was er wirklich tut. Er ist erfüllt von einem Gefühl. Er glaubt zu verstehen. Er erlebt das, was mein Begriff auslöst, was er aber vielleicht auch damit assoziiert, was gar nicht damit hineingehört. Tja, dass also nur irgendwas so stimuliert wird, ne? Das merkt man erst, merkt der Frauenmensch erst, wenn er selber mal versucht, mit einem Begriff, also in Begriffe zu fassen, was zum Beispiel ich jetzt sage. Und das ist die Arbeit, die sie eben zu leisten. Da wende dann eine Frau das Niflheim-Prinzip an in ihrer eigenen Welt. Also der Mann hat einen Standpunkt zu fassen und vor allen Dingen zu lernen, beweglich zu werden, den Gegenstandpunkt zu fassen. Was wäre, wenn es einen Klimawandel gibt? Was wäre, wenn es aber auch keinen gibt? Was wäre, wenn es so wäre? Was wäre, wenn es so wäre? Aber erstmal fassen und dann auf die Gegenseite gehen. So, beim Frauenpol erstmal das Gefühl voll zulassen, eine reiche Gefühlswelt entwickeln, aber dann sie ausdrücken, in eine Form bringen, in eine Gestaltung bringen. Und da gerade die Frauen, die werden dann eben merken, dass sie keinen blassen Schimmer haben. Das sage ich euch auch ausdrücklich so, um euch zu ermuntern, anzufangen, zum Beispiel das, was ich jetzt sage, einfach mal zu Papier zu bringen. Denn hinter dem, was ich sage, steckt eine unendliche Arbeit an dem Versuchen, es irgendwie einerseits irgendwie in Worte zu fassen, aber auf der anderen Seite auch das Ganze dazwischen, das ganze Fleisch an den Rippen irgendwie zu finden, es auszudrücken, es wie ist das denn, was ist denn jetzt, und da ist halt der Dichter in mir, der hat sich da eben unendlich gebildet. So, und diese Anstrengungen sind heute auf beider Seite zu leisten und dann können wir dieses Vermitteln zwischen den Welten aus der Mitte heraus, dann können wir es leisten. In mir selber und auch zwischen uns in Bezug auf die Gesellschaft. Danke fürs Zuhören. Alles das wird sicherlich in den Seminaren leben und aufleben, aber und dann auch dann das Erlebnis für mich auch das Freudige sein. Ach, du meinst also das und dass es in euch in Bewegung kommt. Vergesst aber nicht, dass wir als allererstes begreifen müssen, und das war der Ursprungsimpuls heute, wenn in euch der Gedanke aufkommt, mein Gott, das ist ja so viel, was zu tun ist, wir müssen ja alles neu denken, dann wehrt diesen Gedanken. Macht euch einfach klar, es braucht nur ein neues Bewusstsein.
Ich stelle mich dem Mannsein in mir gegenüber. Und diese Welt, wie sie geworden ist, ich nehme sie als Herausforderung, um herauszufinden, warum haben die das so gemacht. Und nehme diese Begriffe, die wir hier auf der Gralstour gesammelt haben, insbesondere dreigliedriger Mensch, diese Begriffe nehme ich als Ausgangspunkt, um zu suchen, wo finde ich Form und wo finde ich Leben. Allein so eine Übung. Und dann werden wir auch merken, wo es sagen, ach so, das heißt, wenn der Formpol in Muspelheim bei der unentwickelten Frau so ist, dann, ach, dann wird es immer schneller gehen. Gebt euch nicht dem Gefühl hin, es gibt unendlich viel zu tun. Was wir erstmal zu tun haben, ist zu bemerken, ich sage Ente und empfinde aber dabei gar nichts. Oder ich empfinde ganz viel, aber weiß gar nicht, dass es Ente heißt. Tschüss.